Großmutters Haus lag mitten im Wald, gleich einer einsamen Wolke am weiten Himmel. Die Wiese ums Haus war aufgerissen von den Hauern der Wildschweine, der Komposthaufen durchzogen von den Gängen der Wühlmäuse und der Hochstand am Rand der Lichtung vermorschte, seit Großmutter ihn eigenhändig umgesägt hatte. Der Jäger mit seinem Geballere war ihr auf die Nerven gegangen. Eine liebenswerte alte Oma wie im Märchenbuch, die findet man in Thomas Sautners neuem Roman Großmutters Haus irgendwie nicht. Vielmehr eine unkonventionelle, extravagante ältere Dame, die ihren eigenen Kopf hat. Und diese alte Dame lockte viel Publikum ins Vöcklabrucker OKH. Großmutter war vielseitig und wandlungsfähig. Wenn sie von einem ihrer Rundgänge aus dem Wald heimkehrte, Dreck verschmiert und in geflicktem Zeug, wirkte sie mitunter wie eine Hexe, deren undurchsichtiger Blick es ratsam erscheinen ließ, ihr auszuweichen. Am selben Nachmittag jedoch konnte sie im eleganten Kleid auf der Veranda erscheinen, mit makelloser Frisur, einnehmendem Augenaufschlag und Lippen so tiefrot wie Kirschen an einem vielversprechenden Sommerabend. Thomas Sautner ist Waldviertler, studierter Politikwissenschaftler, ehemaliger Journalist und seit 2006 veröffentlichter Schriftsteller. Die Figuren in seinen Romanen kehren zum Teil immer wieder und hängen oftmals zusammen. Großmutters Haus hat als Überthema den Sinn des Lebens. Hat der Autor selbst diesen schon gefunden? Wenn ich den Sinn hätte, bräuchte ich nicht mehr leben. Ich glaube, das Leben ist dazu da, den Weg zu gehen. Wenn man das Ziel erreicht hat, ist es erledigt. Mir schien, Großmutter tat nicht nur stets, wonach ihr der Sinn stand, sie entschied auch in jedem Augenblick, wer sie sein wollte. Als besäße das Gestern keinerlei Besitzansprüche an sie. Als wäre sie an nichts gebunden, weder an ihr Alter noch an ihr Geschlecht, weder an ihre Zukunft noch an ihre Herkunft. Ja, als wären selbst die Naturgesetze nur dazu da, dass Großmutter mit ihnen umsprang, wie es ihr gefiel. Sie würde, sagten jene, die sie kannten, selbst dem Teufel ihren Willen aufzwingen, wäre er so verrückt, sich ihr in den Weg zu stellen. Das niederösterreichische Waldviertel gilt als menschenleer und muss sich mit manch Vorurteil herumschlagen. Für Thomas Sautner ist das Waldviertel nicht nur wiederkehrender Romanschauplatz, sondern... Das Waldviertel ist für jeden was anderes. Ich kenne Leute, die es entweder wirklich hassen, abgrundtief hassen oder lieben. Ich gehöre zur letzteren Gruppe. Dazwischen gibt es, glaube ich, nichts. Also es ist ein Hopp- oder Droppland. Ich finde darin die Ruhe, die braucht zum Schreiben. In dieser Ruhe hat Sautner die Großmutter und ihre Enkelin erfunden, die sich in aller Abgeschiedenheit mit ihrer beider Leben und ihren Geschichten auseinandersetzen. Wenn auch ganz anders als ursprünglich gedacht, aber allemal lesenswert. Aber warum verunsicherte es mich, dass mir keine tattrige Oma gegenüber saß, sondern eine souveräne Frau? Vielleicht, weil sich bei mir nicht jenes Gefühl einstellte, das ich insgeheim erhofft hatte. Mädchen, erwachsen geworden, sieht lange vermisste Großmutter wieder, die beide schließen einander, anfangs zögernd, doch dann umso herzlicher in die Arme. So etwas in der Richtung hatte ich mir wohl erträumt. Stattdessen bot mir Großmutter... Nun ja, auch eine Möglichkeit, Zuneigung zu zeigen, ihre Godfather 5000 zur Enkelin Sonderkondition an.